Kann man überhaupt abnehmen, ne? Nee, Alles nee, klar, dann denk daran, im Hintergrund bei Twitch mitzumachen, damit ich mehr View bekomme. Und sollte mal schauen, wie der erste Cast ist. Schlag ist super stark. Was denn, ne? Weil sich reimt, oder warum? Bis dann. Aber nee, ich will Core spielen. Channel switched. So. Dann haben wir hier mal das erste Game, das mal wieder anständig gecastet wird. Mal schauen, quasi, ob ich es noch drauf habe, beziehungsweise ob es noch Spaß macht und ob es noch anguckbar ist. Ich glaube, das Fremdschämen-Ding, wenn man es später selber anguckt, ist nicht zu verhindern. Gerade mit den ersten paar Mal. Aber vielleicht zumindest, dass es so ein bisschen was, ein bisschen was zuguckbar wird. Ich glaube, wir müssen noch 2 Minuten warten, bis es hier läuft. Von daher ist es halt so. Ich kann mal gucken, ob ich eine Kamera anmachen kann. Device. Ja, das mache ich ein andermal. Das ist gerade schlecht. Sollte das hier nicht irgendwie da sein? Ach, oder das ist wahrscheinlich wieder Windows, dass du bei Windows einstellen musst, dass Windows das Ding benutzen darf. Was das tut, das kann natürlich sein. Bla bla bla, da gab es doch hier Geräte. Genau, und das Spiel. Das Spiel ist auch gut. Ah, nein, tatsächlich nicht. Na gut. Welche Steuerung W drücken. Aber das ist ja kein Windows-Shortcut. Okay, dann sind wir jetzt im Spiel Radiant King Dire, ein random unranked Spiel, Single Draft von den Leuten, dessen Stack ich gerne mitspiele. Nette Menschen, kann ich nur empfehlen. Und dann haben wir hier das da. Alles klaro. Wir haben einen Lich und einen Grimstalk gegen eine Venge. Random Lich von Elmo und ein gepickter Grimstalk. Die beiden Supports sind fertig. Mal schauen, was sonst noch so als Auswahl kommt. Keine Ahnung, hätte ich eben zugehört, wüsste ich das. Aber naja, Mirana. Auf der Seite von Keks. Wahrscheinlich auch als Support. Aber man kann ja noch swappen. Schlark von Josef. Wir sehen einen Phoenix auf der Gegenseite. Und ein Alchemist. Komplettiert das Lineup von Radiant. Eggs kommt dazu. Und Lifestealer. Und als letztes haben wir noch ein SD. Ein interessantes Team. Gute Synergy, viel Teamfight, auch einfache Setups, SD into Call, X-Call und solche Sachen. Ja gut, nicht, dass Blink-Call jetzt unbedingt schwer zu setupen wäre, aber hey. Schauen wir mal, wie es läuft, schauen wir mal, wie sich schlagen. Denn jetzt ist der Fokus natürlich auf dem Spiel und nicht mehr auf dem Laber-Laber, was ich sage. Das ist auch sehr schön. Entertainer muss gelernt sein. Alles klar, wir haben noch das hier, glaube ich. Genau, da haben wir die Broadcaster-Kamera dabei. Wir werden hier auf F drücken für Last Hits. Oh, es ist ja wunderschön hier schon. Spectator-Chat, ach, lassen wir mal an, aber normalerweise Professional würde das jetzt auch auskommen. Und diesen Knopf muss ich finden. Und damit geht's los. Radiant King Dire. Radiant ist natürlich vorne im Gold, ganz eindeutig. Yeah, yeah, Breakdance und ein bisschen Hugging. Auf der Seite von Dire, die haben auch Spaß. Ja, Radiant ist dagegen schon wesentlich tryhardiger, indem sie viel Runden gehen. Der Wraparound hier dafür, der erste Support ist gesetzt. 4 Mangos und ein Blightstone. Das gibt also eine schöne Offlane. Und hier kommt das Arrow und der trifft sogar. Schön. Ja, ein bisschen schön einiges an Damage kommen hier. Aber der Turn kommt hier. Ein bisschen Damage geht ganz gut drin auf den Stun. Da muss Keks auf jeden Fall aufpassen. Der Banish kommt raus. Aber da ist der nächste Stroke of Fate. Der wird wahrscheinlich da oben hingehen. Genau, von daher gut gejoked. Und tatsächlich das First Blood geht hier an die Venge bitter. Dafür, dass sie den Fight so gut angefangen haben. Aber da ist einfach der Damage von der Venge ein bisschen besser gewesen. Um da einfach ein reines Right-Click-Battle zu machen. Ich meine, 2 Spells haben sie hier getroffen. 2 Spells haben sie auch auf der anderen Seite getroffen. Schön, dass hier auch der Slow kommt.
um zu verhindern, dass das Disruption-Ding rauskommt. Auf der Bottom-Seite ist es so passiert, dass zumindest hier Herr Bondi ein bisschen Essence-Shift-Stacks holt und vielleicht sogar den nächsten Kill bekommt. Oh, der Lich holt sich den Kill. Schön für Radiant, also 1-1. Schauen wir uns mal kurz die Runen an. Also 2, 3, eine Rune haben sie nur oben bekommen. Das heißt, unten wurde sie auch engaged. Aber man kann ja nicht überall sein. Von daher hier 3-1 von den Runen, 1-1 von den Kills. Und let's see, was sonst noch so geht. Auf der Top-Lane scheint es ein bisschen mehr Action zu geben. Schauen wir mal rein. In der Mitte Lifestealer gegen einen Alchemist. Das ist, ja, nicht das Schlechteste für Lifestealer, aber sobald die das grüne Gedöns Acid Spray rauskommt, dafür wird es auf Level 3 eben, sollte das Ganze ein bisschen eindeutiger, glaube ich, für den Alchemist im Endeffekt laufen. Andererseits könnte sich Nyx da durchheilen. Mal gespannt, ich kenne das Lineup nicht. Ich kenne das Matchup nicht. Aber ist ja auch nicht so, als ob ich da irgendwie was hätte. Versuchte Arrow von Keks daneben auf der Bottomlane. Eggs ist natürlich bei Slark dabei, wird vom Lich hier ein bisschen runtergehalten. Versuchen sie gut zu chasen. Phoenix ist jetzt auch da. Aber Elmo ist jetzt auf der sicheren Seite. Hätte natürlich mit seinem Q da ein bisschen slowen können, aber wollte halt auch das Mana nicht benutzen, denn Mana ist Gas. Regen-Items sind noch zuhauf vorhanden. SD gegen Mirana auf der Top-Lane. Und die beiden Supports farmen sich gegenseitig hier. An sich natürlich Vanish, der bessere Support. Oh, schöner Arrow, da kommt er schön raus. Oh, das Banish kommt raus, von daher wird das nur ein bisschen laufen lassen. Aber hier nicht ganz, der Damage ist wieder hoch und der Kill kommt raus. Und Nüssel überlebt das Ganze noch. SD ist natürlich jetzt drin da. Und oh, kommt hier der Turn und kommt der Hit vorher. Ja, der Stun kommt vorher raus, bevor der nächste Hit rauskommt. Schöne Sache. Und die Salve, das heißt, auf der Top-Lane läuft es sehr gut für Radiant. Da soll man nicht zu neutral sein in einem Unranked Single-Draft von seinen eigenen FreundInnen. Dementsprechend sage ich mal für die gute Seite. Denn das hier ist kein professioneller Cast, sondern eben das andere. Acid Spray sind wir hier, Stufe 3 tatsächlich. Ah, Grievous Creed geht man trotzdem. Wenn ich sagte, ich wops da hier auf dem Alchemist, okay, ich brauche das Level 2 gar nicht, das macht Level 1 schon. Müssen wir mal schauen, je nachdem welches Niveau ist, müsste natürlich das Acid Spray halt auch generell einfach nicht reinlaufen, egal wie schlimm es ist. Es gibt ja so ein paar Spells, die einfach nur zum Raushalten da sind. Also Spells, die lockerer, nicht so schlimm ist, wie man denkt. Da muss man gerade an teilweise an eine EMP denken, so eine Zoning EMP, wo halt die Pros reinlaufen und die Noobs nicht. Gerade so, wenn du 0 Mana hast oder so und am Chasen bist, dann als Melee, dann willst du halt von der EMP halt nicht weglaufen, sondern das ist so, was willst du tun? Teilweise sind Cox ähnlich, aber halt auch teilweise Acid Spray und bestimmt noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt nicht direkt einfallen. Schauen wir mal auf der Bottomlane. Der Go auf Elmo wird hier gemacht. Das Q könnte rausgehen und Frost Shield könnte auch noch drauf kommen. Aber ja, das Mana fehlt natürlich ein bisschen. Ist das Frost Shield auf sich selber, um wegzukommen. Von daher eine gute Sache. Aber da hätte ich mir vorstellen können, dass. Ah, gut. Läuft das selber hinaus. Der Tick wird. Oh, 3 Leben. Sehr gut. Perfekt calculated von Elmo, der hier nach jahrzehntelanger Dota-Erfahrung, also halt so 1, irgendwas Jahrzehnte, das hier perfekt kalkuliert hat, dass er noch genau Zeit haben zu debilen und hat gesagt, ich warte wirklich bis zum letzten Moment. So, ich sagte, mit dem Acid Spray ist das eine Sache. Tja, das ist leider nicht so eine ganz gute Sache hier gewesen. Ein bisschen greedy für den Grievous Creed. Gerade auch hier das 3-2. Also wirklich Grievous Creed Maxen auf der Top-Lane war wieder ein bisschen Action. Der Arrow weiß nicht, ob gehittet wurde, aber schön hier gemacht von SD. Dass Ronny weggelaufen ist. Akro ist auf dem Mirana, die aber noch einen Lieb hatte. Von daher schön deeskaliert. Nicht jetzt geplant wäre, seien wir mal ehrlich, aber. Naja, sieht mit den Last Hits doch klar, die drei mittleren sind auf der Seite von Radiant. Trotzdem, die Lanes, Top ist ausgeglichen. Bottom sieht auch der Ex eher im Bullying aus. Und Mitte ist jetzt natürlich die Sache, dass es sehr even ist, dadurch, dass Wolfstar gekillt wurde, ja, aber halt auch sowieso als Alti jetzt in den Wald geht, ist es halt nicht ganz ins Erkennen bekommen.
Bruins sind tatsächlich 3-1 diesmal auf Radiant gegangen. Von daher jetzt wieder langsam den Ausgleich. Tja. Es ist spannend auch zu sehen in den neuen Lich, dass du viele Mana-Probleme hast. Ich habe den Lich noch nicht gespielt. Weiß ich nicht, was man da so tut, um jetzt zu sagen, okay, Mana-Problem muss ich jetzt irgendwie ausgleichen. Keine Ahnung, 400 Mana ist jetzt nicht unbedingt wenig. Clarities kann man natürlich mit dem ganzen Zeug auch nicht trinken. Ja. Aber Phoenix hat noch einen Dive. Wollte ihn nicht nutzen. Weil du aus der Leech natürlich wahrscheinlich nicht rauskommst. Ist eine gute Frage, ob du da rauskommst. Ich würde sagen, dadurch, dass ziemlich viel rauskommt, könnte ich mir vorstellen, dass er rauskommt. Aber genauso gut ist es dann auch sinnvoll zu warten. Zack. Mit diesem Double Kill von Herr Bondi haben sich Radiant auf jeden Fall wieder die Bottomlane gesichert. Natürlich steht 8-2, muss man doch sagen. In der Toplane passiert wohl einiges mehr, als ich das so dachte. Aber mir hat so eher den Eindruck, hier gerade wie es aussieht, dass die Toplane eher even ist. Bottomlane mit den Farmen 18-6 gegen einen Eggs. Ja, ist so ein bisschen even. Ja, da merke ich schon, dass so random gähnen beginnt. Einfach nur, weil es wäre jetzt bestimmt schlecht, wenn man jetzt gehen würde, ne? Man will ja die gesamte Zeit durchreden. Aber vielleicht ist es auch, keine Ahnung, Luft oder sonstiges. Oh, das ist Training. Oh. Bam, Arrow daneben. Bottomlane, wie sieht das aus? Kann Slark ein bisschen mehr farmen? Sieht eher nicht danach aus. Ich meine, der Slark hat ein bisschen was geholt. 4-0-1, das gleicht einige Last jetzt aus, aber trotzdem geht so in den Sachen Networth. Klar, ein Alchemist kommt da nicht an sich nicht ran. Obwohl Wops da keine gute Lane hatte. Aber das Lifestealer farmt in der Mitte richtig krass. Hätte ich ein bisschen gedacht, dass da mit dem Essence Spray mehr zu tun ist. Aber ich habe nicht zugekommen, wie das Essence Spray überhaupt funktioniert. Auf der Toplane hier, der SD ist wieder dabei. Muss man schauen, ob da irgendwas noch mehr passiert. Aber ja nicht. Und jetzt die Vengeful da, hat den natürlich den Deeps. Und schauen, welche Spells jetzt hier. Oh, Phoenix rotiert. Das wird schlecht für Ronissel laufen. Er kann aber hoffentlich TP'en hier. Ja, versucht zu TP'en. Die Fire Spells kommen zu spät. Wie sieht es mit Keks aus? Der Lieb ist nicht mehr da. Jetzt kommt hier noch was rein und auch Keks kommt weg. Das heißt, Rotation forced und raus. Natürlich muss jetzt Ronissel laufen. Die Vengeful Spirit ist ein bisschen früher in der Lane, aber schön gemacht. Rotation geholt. Zack, Eggs wird jetzt hier natürlich mit der Rotation vom Phoenix auf der Bottomlane geholt. Mal schauen, ob ich das im Laufe dieses Casts mal wieder hinbekomme, auch irgendwie ja, überall zu gucken und nicht Dinge zu missen. Schauen wir uns mal in die Mitte, wie das läuft. Wenn jetzt Wops ein bisschen auf der Lane ist, wenn das erste Asset Play rauskommt, wie das wirklich jetzt mit Lifestealer läuft. Bam, bam, bam. Kommt das erste Asset Play noch rein? Okay, wird kein Asset Play auf die Lane gemacht, aber gut, die Lane dauert auch ein bisschen weiter. Einfach das Nebencamp farmen, die Grievous Greed Stacks aufrechterhalten und weiter geht's. So muss das sein. Clarity geschluckt. Bam, bam, bam. Und Calculated weglaufen. Calculated. Ah, läuft aber jetzt auf Asset Spray raus. Genau. Muss dann mal zurückgehen, weil das Asset Spray auch aus Time-Moted. Ist immer so eine Sache. Mana Regeneration muss sein, genau. Und natürlich die Camps schnell farmen, um schnell wieder in die Mitte zu kommen. Aber Lifestealer, guckt die Denies an. 24 Denies. Das ist echt schwierig für so einen Alchemist. Sacred Relic nach 8 Minuten. Game, ohne Boots, weil wozu? Nicht schlecht. Das wird spannend zu sein. Ein ultra gefarmter Lifestealer gegen einen Alchemist, der halt auch irgendwann gut gefarmt werden sein wird. Das ist wesentlich schwieriger zu verteidigen. Auf jeden Fall würde ich auf mal sagen, dass der Alchemist in der Mitte, klar ist einmal gestorben, aber nicht die schlechteste Zeit. Das läuft allerdings so, wie es sein soll. Kann ohne Probleme jetzt einfach dabei sein in der Mitte. Oh, jetzt ist er auch schöner Stun von der Venge, genau richtig. Um hier den Arrow, den Stun into Arrow aufzuhalten. 5 Sekunden für TP. Da könnte man auch den ersten Arrow nochmal versucht, aber schön gedodged von der Venge. Und jetzt TP. Na, okay, versucht's zu laufen, denn Boots versus auch Boots, aber hier, da wird das TP von der Seite aus gemacht. Von daher wieder ein Engage auf der Toplane. Wieder laufen sie sich einfach nur davon. Das sind halt im Prinzip zwei Stuns. Und dann hat sich das Ganze auf der Seite von Radiant noch ein bisschen weniger. Last Sets jetzt von Alchemist angepasst. 33 Denies. Ist natürlich mit dem Goldwert auch nicht wenig Gold, was hier geht. Ah, Runes natürlich.
Hat hier geholt. Schön gemacht. Auch der Silence hier. Bam. Aber versucht hier das zu bekommen. Kriegt natürlich die Bottom. Die Runde da. Komisches Q hier. Komisches Stroke of Fate. Aber oh, der Arrow, der trifft. Schön von Keks. Und jetzt müssen sie auch nur den Damage bekommen. Und bam, sie kriegen den Damage. Vengeful Spirit kommt rein, aber zu spät. Schöner Arrow hier von Keks. Gut gesehen. Und schön executed. Auf der Bottom-Seite natürlich mal wieder im Leech drin, im Leech drin. Und Supernova wird gezündet, aber kommt nicht durch. Von daher nächster Kill auf Slark. Wir gucken mal langsam Richtung Networth, aber generell Slark 701. Das heißt, das Lifestealer-Game, was Lifestealer farmt, kriegt Slark natürlich einen Kills. Auf dem Held eine geile Sache an sich. 8 Permanent Agility schon. Lohnt sich. Lohnt sich hier. Zack, der Swap raus. Auf der Toplane mal wieder einen Gage, aber halt auch mal wieder, da kommt hier nichts raus. Wir sind halt einfach zu wenige Stunts von beiden Seiten, um hier wirklich die Chain zu bekommen, um das Ganze durchzupushen. Weiter geht's im Text. Wir schauen uns mal die Graphen an, die sind auf der Seite von Radiant. Na klar, wir haben in der Mitte einen einigermaßen, also was heißt einigermaßen even, gerade am Networth ist der Ultimist durch die ganzen Jungle-Stacks oder durch die ganzen Jungle-Camps sehr weit voraus. 1k Networth und das bei 6k Networth in der Mitte, was richtig viel ist. Aber natürlich der Networth-Graph dadurch durch 12 zu 1 halt hier sehr weit vorne, aber es sieht nach 12 zu 1 aus, aber das hat nicht so viel bedeuten. Klar, X braucht einen Blinkdagger, bevor hier irgendwas passiert, aber danach könnte sehr viel passieren. Schauen wir mal, Blinkdagger noch sehr weit entfernt. Die Boots, ne, erstmal wird Blade Mail first. Ja, vielleicht auch einfach nur die Chainmail, die Value Chainmail. Und der nächste Go? Nein, nicht der nächste Go. Bondi geht auf Shadowblade first. Auch spannend. Ronizzle wird jetzt hier geholt, zu guter Letzt. Aber halt auch die Venge stirbt. Killing Spree hier. Venge Illusion wird natürlich auch einfach weglaufen. Von daher Maximum Damage holen. Aber dann sagen, ja, dafür bin ich eine Venge-Ido. Bin sehr gespannt, wie das auch das Ganze mit Lifestealer, Venge und einem Axe gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine gute Team-Composition. Ich meine, auf der Radiant-Seite sieht es sehr ähnlich aus. Alche mit einigen Arcanum-Zeptern, gut auf dem Lich hauptsächlich und Permanent Invisibility auf dem Mirana ist natürlich auch nicht so schlecht. Okay, jetzt sehe ich gerade die 140 minus die 70 bei 40, ich glaube, Agnes macht immer noch auf 20 Sekunden runter oder so. Ich glaube, es sollte immer noch permanent sein, ja. Der Damage ist hier schon ganz gut da, ja, aber anscheinend hat es auf der Lane trotzdem nicht gereicht. Bottom, mal wieder den nächsten Kill hier auf der Seite von dem Slark, dieses Mal geholt von dem Lich. Und auch hier, Emo kommt hier natürlich ran, schön rangezogen. Und reicht es noch für mehr? Nein, es reicht nicht für mehr, weil das Mana halt auch fehlt. Aber der Ultimist kommt rein. Schöne Rotation hier von Wobster, schön gesehen. Radiance fertig, Rotation nach, blinkt das nächste Ding. Und wieder aber Elmo kriegt hier den Kill. Ronizzle, wie sieht's hier aus? Kriegt hier, versucht noch die Venge zu holen. Aber oh, jetzt mit dem Shadowblade kommt er rein. Wunderschön, das gibt auf jeden Fall einen Kill. Bam, das erste Shadowblade Reveal. Direkt der Kill, zack, Monster Kill Streak und die Illu haben wir auch noch 14 Gold. Value, Value, Value. 8-0-2. Jetzt für den Slark. Shadowblade trotz Moonlight Shadow. Aber hey, eine Support Moonlight Shadow mit 140 Sekunden Cooldown. Das ist als Slark ein bisschen mehr als die 28 Sekunden Cooldown. So, Lifestealer versucht jetzt den Lich zu nehmen. Ja, das wird auch ganz gut funktionieren. Reicht es dafür aus? Ja, ist sehr tief, aber wird nicht gepunished. Was will man da tun? Klar kann man da TP'en, aber das muss man auch sehr, sehr schnell sehen, dass ein Lifestealer mit Radiance um die Ecke kommt. Also wenn man das ein bisschen braucht zu reagieren, dann ist es halt auch direkt vorbei. Blinkdagger fertig für den Alke. Und das war's erstmal. Dann schauen wir uns den Netflix-Grafen an, der stabilisiert sich so langsam ein bisschen, aber es ist halt auch sehr viel Alchemist. Gut, Radiance haben jetzt die beiden Carries, also sowohl Lifestealer als auch Alchemist. Alchemist hat jetzt den Blinkdagger schon fertig natürlich, Lifestealer muss sich das erkämpfen und halt kein
Revealed Creed ist. Ja, mal schauen. So, die Runen gehen diesmal ein bisschen mehr Dire-lastiger. Kam hier nicht mehr für den Silence dran. Hat es gehen gelassen. Somit haben wir die Runen mit einem 2 zu 2, ne? Jupp, ein 2 zu 2. Ja, Bonnie Next Item, Echo Saber. Auch ein schönes Item darauf. Ich kann mir vorstellen, dass danach entweder Skadi genommen wird. BKB ist es hier, glaube ich, kein Game für. Ansonsten vielleicht einen Evasion gegen den Lifestealer, aber ansonsten, ja, Movement Speed vielleicht. So, Radiant will den Top Tower haben. Sieht zumindest so aus mit der Rotation von dem Support. Das ist jetzt hier eine Tri-Lane Top. Keks guckt sich mal an, wie die Creepskis gegangen werden. Oder ne, wurde nicht gesehen. Daher Silence drauf, aber wird nicht. Ah, der Arrow wird schön rein, aber wurde vom Shadow Demon getankt. Hat schön hier disconnected, steht im Stun, aber kommt nicht ganz rein. Schön der Stun. Definitiv hiervon. Oh. Das Bond ist da, aber. Oh, das Lich Ulti jetzt so ein Doppel. Bam! Das ist eine Combo. Junge. Der Arrow kommt halt hier schön rein, wird erstmal gefressen. Aber noch ist sie nicht down, jetzt ist sie down. Phoenix ist da, wird natürlich seinen Act zünden. Keks geht damit down. Elmo wird wahrscheinlich entkommen, aber schöner Fight an sich für Radiant hier. Haben gute Kills bekommen und Turn geht immer noch. Phoenix natürlich jetzt da, aber der Return kommt rein von Wapster und das wird wahrscheinlich hier ein Kill werden, auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt, wie Lifestealer gegen Dings. Oh, die schöne Rotation vom Slug mit der Double Damage Rune. Das ist bitter für den Lifestealer. Geht jetzt zum ersten Mal fighten rein und. What? Na gut, muss wahrscheinlich loswerden, weil es down ist. Aber oh, kommt es nicht, kriegt es nicht hin zu juken. Und wird hier jeweils gegenseitig vom Radiance rausticken. Schön gemacht, aber oh, muss man hier vielleicht mal ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht zu deep reingeht. Aber das sieht gut aus, dass da nichts passiert. Genau, direkt mal Shadowblade an. Direkt ein bisschen Regeneration und direkt wieder rein. YOLO weiter. Nicht YOLO in dem Sinne, sondern einfach calculated, weil man weiß, was sollen sie tun. Sie haben jetzt einen Radiance Alchemist, sie haben einen Slark, der gefarmt ist, Echo Sabers fast fertig. Da können sie natürlich rollen, weil die einfach, die Helden von daher sind noch nicht ready. Wir haben eine Avenge for Spirit, die eine Avenge for Spirit ist. Vielmehr sind nicht Level 8, das ist halt schön, aber als Support, auch nach 17 Minuten kriegt man das auch einigermaßen hin. Power Treads und die Mom, die Maske, nicht die Mom, sondern nur die Mask of Madness, was auch eine Mask of Madness ist, aber Morbid Mask, ja, bla. Keine Mask of Madness, nein, nicht Morbid Mask. Ah, wie heißt das Ding vorher? Der echte TM-Name von Leuten, die noch vor 10 Jahren gefangen sind. Okay, Morbid Mask. Naja. Tut auf jeden Fall noch nicht so viel. Lifestealer ist natürlich fett, aber wird halt hier auch keinen catchen werden. Und oh, Wopster mit dem Blink kommt hier rein. Der Damage reicht natürlich erstmal nicht raus, aber das hier der Bond, um zumindest erstmal den Lifestealer aufzuhalten. Der Bonnie muss jetzt hier low werden, aber hat natürlich noch das Ulti. Kann hier einfach weiterziehen. Weiterziehen. Zack, kommt hier raus und stunt sich hier selber. Und Alchemist geht tatsächlich down. Der Bonnie muss aufpassen, hat jetzt auch wieder nichts. Wird wahrscheinlich auch down gehen und nicht down gehen, weil keine Detection da ist. Das ist bitter. Ich dachte, das ist Relay, der hat die gesamte Zeit Detection dabei gehabt, aber nicht gestellt. Ah, Missplay vom Shadow Demon, dadurch, dass hier der Bond hier rauskommt. Glück für ihn, aber bitter eine Overextension auf den Lifestealer, der einfach ein bisschen zu fett war hier. Ich muss mal gerade gucken, du heilst dich auf eine Unit, aber achso, Enemy Creep oder Neutral Creep, okay. Nee, wait, what? Ja, okay, gut. Ich dachte, du kannst auch deine eigenen Creeps übernehmen und kannst dich heilen, aber das ist nicht mehr der Fall. Schön, die Supports, die aneinander vorbeirennen, komplett aneinander vorbeirennen. Hat man wohl nichts gesehen. In der Range leider hier von oben, aber schon, okay. Ist gedewardet. Von daher wird es hier. Ja, die Observer wahrscheinlich gedewardet werden, das lohnt sich. Gerade wenn man es weiß, sind doch bitter. Zwei Observer Wards und ein Sentry. Schöne Wort von Keks. Glücklich gefunden hier. Schöne Sache. Was ist das nächste Item hier? Yasha Basher wahrscheinlich. Aber okay, Geralt wird hier wieder angegangen. Aber diesmal schauen wir mal, ob der Lifestealer jetzt hier. Ah, und der ist die Invisibility, keine Detection natürlich. Und der Lifestealer kommt hier rein und ist vollkommen allein in allem. Er dachte, das kann es nochmal machen mit dem Geralt. Geralt geht hier tatsächlich down.
Ah, das Radiance-Tick oder so. Bitte natürlich. Ach nee, Quatsch, die Infest-Bomb, glaube ich, war das. Nicht ganz drauf geachtet, okay, aber gut, Self-Disruption. Oh, nein. Da hätte ich jetzt gedacht, dass die Self-Disruption kommt, aber... Den Item ist disrupted, aber schön halt auch zu sehen, dass Manta erstmal ziehen, um zu sagen, ja, das Radiance geht weiter. Aches kriegt jetzt hier einen Kill oben. Nein, da oben. Wird aber auch gestellt, wieder vom Slark. Slark, der ist 10.05. Hat sein Echo Saber fertig. Wie sieht's mit dem nächsten Item aus? Noch kein nächstes Item. Hat auch in letzter Zeit ziemlich viele Helden gefarmt und gar nicht so viele Last Hits genommen. Jetzt bei den Last Hits, na, gar nicht so viel, ne? Wenn man sieht. Aber halt Networth, ja, fast das Doppelte unter dem Alchemist, der einfach nur farmen kann. Manta ready und wieder links dann, zack, 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 zack. Und gesignet, das kann sich natürlich selbst disrupten. Und zack, kriegt hier das Ding ab. Schöne Kombo hier mit dem Silence. Denn da kann SD wirklich gar nichts tun. Und zack, geht hier wieder rein. Wird sich aber selbst dann, was eine sehr, sehr gute Kombo ist hier vom Egg. Kommt hier tatsächlich rein, aber der Damage reicht tatsächlich nicht für den Alchemist. Und das trotzdem nicht, dass er seine Form ist. Von daher, hier kommt der Grimstroke. Grimstroke geht noch down vom Tower Shot. Ups, da wird hier turnen. Uiuiui, kein Mana, kein gar nichts. Aber der eine Hit geht noch durch. Wird hier aber sterben gegen den Carry. Aber wenn Herr Bondi dann den Kill bekommt, ist das auf jeden Fall worth it. Und er kriegt den Kill, zumindest von Keks, genommen hier. Action, Action, Action. 32-13, das ist ein Unranked Single Draft. Von daher auf jeden Fall hier. Ich glaube, das war es nicht wert, da zu turnen. Ist dann auch die Frage, ob sie die Venge gesehen haben. Vielleicht kamen die auch einfach rein. Von daher wäre es die richtige Entscheidung gewesen mit den falschen, also mit nicht genug Vision, um das Ganze einschätzen zu können. Kann natürlich auch sein. Nichtsdestotrotz haben wir den Grafen, der sich immer noch bei 10k einpendelt. Vor den Kills sieht es zwar immer noch eindeutig aus, aber wir sehen halt auch, das zementiert sich ein bisschen. Der Lifestealer bleibt vorne, ist aber auch nicht ungetötet. Das gleiche trifft für den Alchemisten zu. Von daher, das Game ist noch offen für alle. Free for all. Allerdings mit einem sehr großen Vorsprung von Radiant jetzt hier. Die aber noch sehr viele Fehler machen können. Und immerhin haben wir das Problem, oder immer noch haben wir das Potential für X-Calls, für große X. X in X-Calls rein. Ha. Mensch, recht mal schon. Wird hier nicht gesehen, weil der keine Detection da ist. Zack, 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 zack. Aber da ist natürlich das Shadowblade da. Schöne Sache, hier unten sind. Zack, zack, zack. Das, diese Kombo ist einfach viel zu immer. Heilige Shit. Und kriegt da hin. Oh, kriegt es gerade so hin und kommt noch raus vor dem X-Call. Knappe Sache, aber Blink ist bald da und dann wird sich das Ganze nicht mehr so einfach machen lassen. Sehr knapp. Hier, okay, nee, Sentry Bot steht ja, zack, zack. Und down it goes. Lifestealer ist bald bei seinem Basher. Aber. Schauen wir mal, wo das noch so hinführt. Generell, Wobster, nächstes Item ist ein Skadi, fast fertig. Als nächstes Item. Stimmt schon, also die Agonims lohnen sich hier nicht. Auch nicht für Niche. Infinite Bounces brauchst du nicht, wenn du quasi zwei Chainfrosts bekommst mit dem Ulti von Grimstroke. Die danach halt auch weiter bouncen können. Was ziemlich broken ist. Und das in Single Draft zu bekommen. Aber gut. Könnte man auch so mal machen. Dafür funktioniert die Kombo ja auch, dass man zusammen auf eine Lane eigentlich geht. In diesem Fall halt nicht. Aber der Slark braucht natürlich gegen den X wesentlich mehr den Support von dem Lich als von der Mirana, die mehr so Hit and Miss ist. Da kann der Lich wesentlich mehr tun. Wraparound hier, nein, Farm. Leicht Wraparound, war gedacht, aber wird nicht getan. Wieder eine Double Damage Runde von Slark, kommt aber hier nicht ran. Keks wird gefunden, und dann doch noch. Wie sieht's aus? Rondizel versucht hier zu bekommen. Herr Bondi, sie sind auf der Suche nach der Venge fürs Bild, aber sie ist wieder in Biss, von daher wird hier nichts gefunden werden.
Beide Leute laufen weg. Relativ wenig Control auf beiden Seiten hier. Oh, Lifestealer gegen den... Oh, kriegt es tatsächlich raus. Auf dem Battle des Jahrhunderts. Die Carries 20.000 Network gegen 15.000 Networks. Aber die Radiants werden austicken. Der Juke wird auch nicht viel helfen. Oh, sagte ich. Und das tut es helfen. Blink vorwärts und verstecken. Versteck dich. Okay. Ich dachte hier vielleicht, dass da... Aber ja, man sollte nicht so endlos viel chasen, weil wir sehen hier nichts. Wir haben die Vision von Radiant, die ist komplett leer. Daher ist es gut zu tun, dass er nicht so reingeht, wenn hier so ein Ex-Blink... Aber leider niemand ist hinter dem Ex-Blink. Da muss man natürlich vielleicht gucken. Der Arrow! Keks mit dem Arrow. Wunderschöne Sache, das Egg kommt raus und da kann man natürlich auch einfach weglaufen. Rage. Frühzeitig schon geholt. Oh, Forster von Keks. Was ist? Keks ist on fire. Könnte noch das Ulti anmachen, aber nein. Lassen wir das Ganze hier. Stun kommt rein auf den Lifestealer. Sie wollen Lifestealer unbedingt bekommen. Swap kommt raus, aber nicht genug. Und Lifestealer geht down. Wenn ich natürlich jetzt in 2 wird gepammelt. Versucht zu swappen, den Phoenix reinzubekommen, aber wieder der nächste Stun kommt wieder rein. Zack, down it is. Phoenix ist auch noch down. Elmo hat jetzt den Lich wieder rein positioniert, um den nächsten Kill mit der Frost Armor zu setupen. Ein Teamwipe auf der Seite von Radiant. Wunderschöne Arrow, um das Ganze zu beginnen. Und dann einfach nur Nahkampf auf Nahkampf auf Nahkampf. 2000 Net Worth, war das jetzt für Alchemist? Wenn wir uns eben den 15.000 gegen 20.000 Net Worth Fight angeguckt haben. Sivas ist fertig. Soul Booster, da kommt das nächste Item. Ein Octa-Core. Und dann wird es noch schwieriger sein, Alchemist zu töten. Die Frage ist, ob es überhaupt so lange hält. Es könnte hier sein, live sieht da kein Ball weg. Das sieht nach der Bottom Rex aus. Keine Outer Towers mehr remaining. Das könnte halt auch Rex und mehr gehen. Oder es könnte einfach der Action und rein sein. Hier, zack, das Ulti ist da wieder draußen. Haben wir irgendwelche Spells für beide Seiten? Haben wir nicht. Silence ist beide und da kommt der Ulti rein. Aber zack, zack, zack. Jetzt sollte man auch natürlich im... Ja, im Fountain ist es egal. Sagte er und... Vench, hallo? Da kann ich mir furioses Gepinge vorstellen. Und zack, suddenly, Radiant ist zu fünft einfach in der Base drin. Und kann jetzt die nächste... Rex eigentlich machen, sind noch nicht ganz so da. Können sich nicht ganz einigen, ob sie jetzt da reingehen oder nicht wollen. Aber Keks, ein Jump natürlich weiter. Wupp. Man könnte versuchen, nicht zu backen, aber ja, mit so einem Lifestealer da dran, das ist gar nicht so einfach. Ein bisschen bitter, dass der Leap da nicht hochkam. Aber na gut. Oh. Ich kann gar nicht malen, scheiß Spectator-Modus. Naja. So, der nächste Go. Herr Bondi. Versucht hier reinzugehen. Zack, zack, zack. Kommt hier raus. Und instant down genommen. Frost Armor auf einem Invis. Rennen. Und der X-Call mit dem Blade Mail. Wunderschön gemacht. Zack, kommt er hier rein. Wow. X stimmt natürlich dafür. Aber oh, der Hit kommt nicht ganz durch. 4 kommt hier. Schönes 4 abgebrochen von Elmo. Sinister Gaze hat einiges an Reichweite, muss man schon sagen. Okay, es ist aber auch eine Etherlands drauf. Von daher... Pfff, Frost Shield. Es ist einiges an Range hier auf dem Lich. Daher, der Go, wunderschöner X-Call hier. Hat leider nicht für mehr gereicht, wenn die Range von dem Phoenix Ulti noch ein bisschen weiter ging, beziehungsweise wenn das Phoenix Ulti früher kam, aber es kam halt auch instant. X-Call ist halt einfach mal nicht so lange. Was war das? 2, oder ist es 3,2? 3,2 Sekunden. Dann ist das halt so eine Sache. Man tut, was man kann. 25k Net Worth insgesamt. Wie sieht es aus? Ja, auch ungefähr der Net Worth Value von Wobstad vorne. Von daher, Radiant ist quasi equal. Und ja, ich hätte gedacht, dass da ein Leap hätte noch sein können. Ist natürlich nötig, aber das wird ja auch einfach nur vorbereitet, denn hier kommt Wobster rein mit dem quasi Gang. Oh, hat er, na gut, hat natürlich die Wave of Terror nicht ausgehalten. Aber ja, quasi hier schön vorangegangen. Die Venture Split noch ein bisschen gebaitet. Muss ich schon sagen. Schöne Aktion hier von Keks jedes Mal. Hier der Bait, eben der Arrow. On point. Schönes Warding und Dewarding, was halt auch hier unten war.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Wobster spielt hier einen Alchemist souverän runter. Auch sehr aktiv mit Second Item Blink und die Concoction. Ja, kann man schön spielen. Bondi super aktiv. Ich meine, 16-1-11. Hat jetzt die Streak down bekommen. Eben in dem wunderschönen X-Call. Aber sind hier alle ziemlich on point. Lich, kann man nichts gegen sagen. Gerade Sinister Gaze an einigen sinnvollen Stellen kommt super rein. Zur Not der Grimstalk, das Ulti zerreißt es halt einfach. Und die nötigen Silence auf den Shadow Demon. Dazu das Hex natürlich und die Four Steps gegen Lifestealer. Wunderschöne Aktion hier von allem. Die X-Calls waren ziemlich nice. Zumindest dieser eine Call. Muss man halt auch mal dazu sagen. Zack, jetzt kommt wieder das Ulti ran. Hex natürlich auf beide. Das ist eine sehr, sehr fiese Kombo. Das lohnt sich natürlich auch, den Grimmskog damit zu farmen. Der Toto kann sich jetzt hier mit dem Shadow Demon bis jetzt noch nicht so gut zeigen. Versucht sein Bestes, aber... Oh, schöne Concoction, aber das... Das dann geht natürlich auch durch. Hier das Phoenix Egg versucht, Wobster versucht es zu hitten und ganz erst, die kommt tatsächlich doch raus. Nicht schlecht, aber hat nicht ganz gereicht, da war der Follow-up nicht vorhanden. Wenn da noch ein Egg da wäre mit so einem Call da rein, hätte das durchaus ein Teamwipe bedeuten können. Gerade weil sie noch keine Roche haben. Aber so ist das ein Teamwipe und probably game. Wie sieht es eigentlich mit den Gems aus? Kein Gems, war eben Invis, aber na gut. Ich meine, dafür hat man den Pact und die ganzen Radiant-Sachen, um halt den nötigen Damage zu haben. Und das Lich-Ulti kommt hier rein und bounce, 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 bounce! Zerreißt hier die beiden Tanky-Leute auf der Seite von Dire und wieder ein Teamwipe. Unstoppable für Wobster, 30.000 Net Worth bei 32.000 Net Worth. Vorne. Wobster geht für die T4s, will das Tier hören. Auf der anderen Seite haben wir Bondi, der noch ein bisschen die Lane reinpushen will, aber wir sehen halt auch, das Spiel ist vorhanden. Wieder der Arrow von Keks, wunderschön getroffen auf diesen Sweet Spot hier. Kein Vorbeikommen, schön executed. Teilweise auch ein bisschen den besseren Draft bekommen, gerade mit dem Ulti, wo der Lifestealer nicht so viel pressen konnte. Aber schön runtergespielt. Schönes, schönes Game hier von, ich will sagen SD, aber ne. Von the Team formerly known as SD. Und schön runtergespielt, genau. Alles gut gemacht. Hier kommt nochmal der schöne X-Call rein. Trifft die X-Calls definitiv gut. Aber naja, im Endeffekt der, genau, nice Call. Der Alchemist bleibt halt dann da. Oh. Geht doch noch down. Firespits reichen da nicht ganz aus. Blink noch vorher weg, aber wird hier down gehen. Runizzle wird auch down gehen. Die Buybacks sorgen natürlich dafür, dass das Game noch nicht ganz vorbei ist. Na gut, da muss ich noch ein paar Worte finden, um noch irgendwas zu labern. Dann die Urne reicht nicht ganz, aber der Hit dafür reicht auf jeden Fall. Zack, down. Fast ein Teamwipe, nur der Lich entkommt. Und sie konnten den Ancients gerade so mit 350 Leben schaffen. Wollte sch sagen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus safen und schützen. Aber eigentlich wollte ich retten sagen. Ah ja, safe und retten ist sch. So, so. Alles klar, daher sind noch im Spiel, Kappa. Wir werden hier das Spiel ein bisschen weiter raustreiben. Was haben wir sonst noch so? Wir können ein bisschen auf den Stream gucken. Trigger Bitrate, das passt soweit. Ich bin mal gespannt. Ich habe, wie gesagt, die Audio-Levels vorher nicht gecheckt. Wobbs hat ein bisschen durchgeguckt, ob das einigermaßen passt. Werde ich mir gleich mal im Recording angucken, wie das Ganze mit den Audio-Levels sind und es dann ein bisschen pegeln, damit es auf den nächsten Games besser ist. Müsst ihr dann mal schauen. Also gerade das YouTube-Video wird natürlich relevant sein. Stream ist ja, ist ein random Teststream, dementsprechend whatever. Also whatever, erst in Kuss guckt quasi keiner zu, dementsprechend ist es nicht so wild. YouTube, keine Ahnung. Je nachdem, wie die Audio-Levels sind, kann man das Ganze hochstellen oder halt auch nicht. Wenn es horrible ist, dann wird das eben in den
Archiven der Weltgeschichte, ergo irgendwo auf dem NAS meines Servers landen und dort vergammeln, wie die restlichen Casts alle, die jahrelang alt sind. Und YouTube hat einfach mehr Content, als die Menschheitsgeschichte oder die Menschheit an sich gucken kann. Und daher, DotaCast ist halt auch eine sehr spezielle Nische, die im Livestream geguckt werden. Und vielleicht ein paar YouTube-Videos kann man machen. Ich mache YouTube-Videos auch hauptsächlich, um da halt eine geile Qualität zu haben. Da kann ich halt schönes 1080p in schöner 15k Bitrate hochladen. Das ist geil, einfach aus der technischen Perspektive. Und, ja. Warum auch immer. Gibt es hier eigentlich nicht das Level-Talent, das Concoction irgendwie durch Magic Mirror die durchgeht? Nee, das war ein Verhältnis. Und jetzt kommt der Ulti und. Das ist einfach zu schön sehen, diese zwei Chainfrost, die da durchgehen. X-Call kommt durch, leider keinen Call mehr getroffen. Das ist ein bisschen besser. Blademail hilft da auch nicht so viel. Schöner Laser geht hier auf Wobster. Wobster geht tatsächlich down. Er geht down. Und nein, ich werde jetzt diesen österreichischen Akzent ablegen, denn dieser österreichische Akzent ist der Grund, warum ich mit DotaCasten angefangen habe. Von daher lassen wir das Ganze doch. Nein, nicht ganz. Es war nur dieses, was gibt es eigentlich für DotaCasts auf Deutsch? Nur einen Münchner Akzent. Shoutout an Blacklight. Und ja, es ist halt nun mal der süddeutsche Dialekt. Ja, mei, das ist ein sehr polarisierendes Ding. Dementsprechend habe ich mal versucht, noch ein Hochdeutsch hinzuzufügen. Okay, zuzufügen war ein bisschen schwäbisch oder was? Ach, egal. Und es kam gut an, von daher, whatever. Blacklight hat natürlich mehr Erfahrung, mehr Publikum und alles. Dementsprechend, ja. Es ist halt immer so eine Sache, so. Es ist eine sehr, sehr persönliche Sache zu sagen, irgendwie hier, ja, die Stimme gefällt mir nicht oder die Stimme gefällt mir. Dementsprechend ist es natürlich immer gut, halt auch ein bisschen Diversität da reinzubringen. Ich sage Diversität hier. Ja, es passt nicht so ganz, weil wir sind trotzdem alle weiße Cis-Männer, aber ja, Stimmendiversität, damit es ein bisschen anders anhört, wo wir das dann vielleicht haben. Der nächste Lich Ulti wieder, was einfach alles zerstört, was kein BKB hat. Tja, genau, Stimmendiversität, verschiedene Stimmen, sodass die Leute sich die aussuchen können, die von der Stimme her passen. Und dann passt es. Hallo Gerrit. Seid ihr fertig? Tja, ich hänge random im Teamspeak rum, aber das spricht dafür, dass das hier vorbei ist. Macht ihr noch eins? Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, Kaffee ist jetzt aus und ich bin da einfach raus. Hast du. Also, ich habe nicht gesehen, was ich gemacht habe, oder? Mit dem Radiance in der Mitte. Im Radiance in der Mitte? Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Yes. Moment, ich guck mal gerade. Sind noch alle Radiance hier vorhanden? Hat irgendjemand einen Radiance getroppt? Erzähl. Nein. Hast du das Spiel gar nicht geschaut, oder wie? Ich hab das Spiel gecastet. Doch. Aber was mit Radiance in der Mitte mit Lich? Ja, genau. Ich wurde getötet von Radiance. Achso, das Ding. Ah, okay. Ich hab mich schon gewundert, ob's Infest Bomb war oder Radiance. Das war einfach nur greedy. Ich hab die Last bekommen. Ja, genau, das Lasset bekommen. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung dieses Spiels. Okay, dann hat das dieses Mysterium auch geklärt, ob das ein Infest war oder ob das einfach Greed war. Ja, Greed. Naja. Sehr schön. Mal was, ciao. Ciao. Alles klar, dann können wir hier diesen Cast damit beenden. Und zumindest das Recording. Schaut wann wieder rein, bla bla und tschüss und so. Man sieht sich.